Hallo und willkommen zurück bei Half Minute Hero. Ich bin Maru und wir haben schön da unten rumgebobbelt. Guck mal, was wir jetzt so mitnehmen können. Warum habe ich den Hut? Der einfach mal so gekauft. Was uns das bringt. Mit der wir fast nicht benutzen von meinen tollen Waffen, die ich gewonnen habe. Nehmen wir den Mondspeer. Der kann nicht schaden. Und los geht's. Kapitel 13. Über den Ozean. Was für starke Winde. Sie blasen mich weg. Wir haben so ein schlechtes Pech mit, dass wir in den Sturm geraten. Aber dieser Kontinent hat viel zu viele Naturkatastrophen. Niemand hier? Würde mich nerven, wenn jemand hier wäre. Ich hätte einen Zauber der Zerstörung im Castle. Ich möchte hoffen, dass niemand in meinen Weg kommt. Das Schloss ist da drüben. Wir müssen über See hinkommen. Aber da wir immer noch am Schiff sind, sollte es einfach sein. Natürlich, außer wenn wir von einem Blitz getroffen werden. Oh! Sie musste es ja sagen. Ich bin froh, dass wir das dann lang gemacht haben. Ich dachte, du würdest da untergehen. Das Timing mit diesem Blitzschlag war seltsam. Ich habe wohl zu früh gesprochen. Naja, aber jetzt, wo das Schiff kaputt ist, haben wir wohl Pech gehabt. Wir müssen einen anderen Weg finden über den Ozean. Ach, verdammt. Wir müssen im Schloss, dass du schwimmen musst. Oh, guck mal, an den Himmel, Maru. Der Sturm hat aufgehört. Endlich haben wir wieder ein bisschen Glück auf unserer Seite. Es ist immer ein kleiner Silberstreif in den Wolken. Hallo. Eine Statue hier. Okay, ich brauche 200 Gold für den Schwimmerring. Okay, nehmen wir erstmal ein bisschen Geld zusammen. Ah, Schwimmerring. Essen. Ah, ich kann hier Wasser locken. Komm, hier oben muss doch schon was Verstecktes sein. Oh. Oh, und dort. Ah, hör. Taucherbrille. Taucherbeine. Ah, geht auch noch. Da muss ich mal zurück, damit ich genug Geld habe, um meine Zeit zu drehen. So, passt. Dann müssen wir trainieren dann. Was haben wir alles? Wunderbar. Hier, der Eindringling ist hier. Stopp! Hör auf! Du wirst hier mit voller Kraft stoppen, richtig? Ah, ist kein Sinn, ich kann die Welt nicht zerstören. Ah, wieso? Das nervt mich. Ich kann das nicht besser. Quest hier. Vor allem Taucher auf dich. Ey du, warte! Ah. Mann, es war ziemlich hart, mit dir aufzuschließen, wenn ich das Ding getragen habe. Ich bewundere, wie du den bösen Lord besiegt hast. Und nicht außer Schwimmklamotten. Also danke dafür, hier. Danke, dass du deinen Stolz nicht verlierst. Ich wusste gar nicht, dass wir machen sollten, wenn das Schiff gebrochen ist. Aber es hat alles richtig geändert. Beim Schwimmen zu sehen hat viel Spaß gemacht, Maru. Nun, atme dich durch und wir fliegen unseren Weg. Schwimm mal ein bisschen rum. Bis zum nächsten Mal, Maru. Cool Outfit. Tragik? Hier schon wieder ein Konterweg. Also irgendwie kann ich weiter schwimmen mit den Schwimmklamotten.
in einem Sturm gefangen, hat Maro sein Schiff verloren. Aber er hat eine bemerkenswerte Stärke beim Schwimmen dargestellt und den bösen Lord besiegt. Aber ein Held in Schwimmen anzusachen? Na, diesen Anblick werden noch Generationen reden. Das nächste Mal bei Heroes Search die Dracheninsel. So, das heißt, wir können jetzt dahin gehen oder wir gucken uns den anderen Weg aus. Mal eine größere Waffe mal nehmen, wir sind ja keine Dämonen. Eisenschwert. Versuchen wir es doch mal. Mal sehen, was Tragik bedeutet. Oben geht's bestimmt lang. So, aber noch trainieren wir ein bisschen. Mehr trainieren. Mehr trainieren. Das ist ja was zu reden, das könnte auch voll nutzen. Na komm, komm on. So, kannst zurückdrehen. Essen. Oh. Was ist da hinten? Aua. Also brauche ich jetzt das Silberschwert wieder, um die Dämonen zu besiegen, da hinten sind. Na super. Nehme ich sie einmal nicht mit. Na, kann ich noch ein bisschen. Kommen wir uns auf die Herbs. Aber Maru, schau! Ein Schiff! Oh, das war was draufgeschrieben. St. Mary? Oh, guck mal, das ist der Schiffsname. Unser Schiff ist kaputt, so nehmen wir dieses doch. Oh, da ist jemand auf dem Schiff. Oh, was für ein toller, schöner Ring. Ich werde ihn mir ausleihen. Was? Schau mich nicht so an. Los, los! Yay, die St. Mary gefangen. Gefangen. Ja, wie ein Pokémon. So. Ein Intruder. Attacke. Oh, ich kann nicht mehr hören. Das nervt mich. Hey ho, warte! Ah, das ist ein Geschenk von mir, weil die Blase davon ist, macht guten Nutzen daraus. Ich gebe Nutzen in die Eisenachs. Heuchler. Ah, ich wusste gar nicht, dass... Was ist immer das schon? Das ist alles gut. Wir können ein neues Schiff bekommen. Alles ist okay. Und... Wir haben sogar was Größeres Wasser vor uns als letztes Mal. Das weißt du. Du kannst nur ins Auge des Sturms, Maru. Also, direkt durch. Da trennt sich mal wieder unsere Wege in 5 verschiedene Pfade. Kleiner Held. Was wohl Tragik sein soll? Was könnte man mit Tragik meinen? Tja.
In einem Sturm gefangen hat Mauro sein Schiff verloren, aber sein altes Schiff in einer Höhle gefunden und ist dahin geschwommen. Das Schiff gehörte Maris Lieb, Olava. Er hat Segel gesetzt, um Nazisamel in ein neues Land zu bringen. Mauro hat das Schloss übernommen und die Welt gerettet. Nächstes Mal bei Hero 13, Battle Ocean. So, jetzt haben wir drei Wege. 14, 14 und 14. Ich würde sagen, wir fangen bei der Nonne und dem... Oh, da unten haben wir auch noch einen Haufen zu tun. Haben wir irgendwas vergessen auf dem Weg hier vielleicht? Ja, also die Waffen jetzt, die ich nicht brauche. Nee. Okay. Ja. Dann in der nächsten Folge der Nonne, die Nonne und der Teufel. Bis dahin. Tschüss.